Hallo meine lieben Schützegeborenen, herzlich willkommen zu eurer Legung Mitte, nein, zweite Monatshälfte, nicht Mitte Dezember. Zweite Monatshälfte ist es ja schon, Dezember 2021, also vom 16. bis 31.12.2021. Meine Lieben, ich bin gespannt, was bei euch auch rauskommt. Die ersten Legungen, die waren sehr spannend, die waren von aufregend bis Dinge abschließen. In 2021 noch. Also da war noch einiges, was angeschaut werden wollte bei deinen oder bei euren anderen Sternzeichen-Kollegen. Ansonsten bin ich gespannt, was bei euch rauskommt. Ich danke schon mal im Vorfeld für euer Dasein, für eure Treue aus 2021 noch. Ich danke euch für eure Abos und für eure Likes, weil das ist eine Form der Unterstützung für mich hier auf meinem Kanal. Und letztendlich auch eine Bestätigung, dass ihr meine Arbeit auch wertschätzt. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das ist für mich das Feedback, dass ihr auch mit den Legungen in Resonanz geht. Und es ermuntert und ermutigt mich auch weiterzumachen. Aber ich tendiere dahin, dass ich die Monatsreadings für alle Sternzeichen aufrechterhalten werde. Meine Überlegung ist dahingehend aber, dass ich dann wöchentliche Kollektivlegungen rausbringe. Da wäre es mal schön, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Also ich würde dann sozusagen die 14-tägigen Sternzeichenlegungen würde ich einmotten und würde dann wöchentliche Kollektivlegungen sozusagen machen. Weil wir sind halt doch ein paar auf dem Kanal und dann kann man halt gucken fürs große Kollektiv, um was es bei euch allen geht. Und ja, da hätte ich gerne mal ein Feedback von euch, wie ihr das seht, wie ihr das gerne möchtet. Oder auch, wenn ihr konstruktive Vorschläge habt, was ihr gerne machen möchtet, beziehungsweise was ihr für Themen habt oder ja, wie es euch eigentlich, wo euer Interesse liegt, ne? An welchen Themen und was ihr halt gerne mal gelegt haben wollt. Da könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr mir mal ein Feedback gebt. Ansonsten denkt bitte daran, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Alle Karten, wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox. Und wer gerne eine persönliche Legung haben möchte, der kann mich über WhatsApp anschreiben. Die Nummer findet ihr auch unten in der Infobox, okay? Wartezeiten in dem Sinne habe ich nicht, weil ich mich alleine organisiere. Und von dem her stehe ich nicht so auf Wartezeiten, sondern plane meinen Tagesablauf stetig selbst, ja? Weil ich ja mein Sein selbstberuflich sozusagen als hauptberuflich mache. Und ja, von dem her habe ich mich so organisiert, dass es bei mir in der Regel keine Wartezeiten gibt, weil ich selber ein sehr ungeduldiger Mensch bin und ich mag keine Wartezeiten. So, und von dem her, ne, geht das hier relativ flott. So, dann schauen wir mal, was ist bei den Schützen los im Dezember? Oh, zwei Karten. Erste Mal zwei Karten. Wow. Okay, meine Lieben, wir haben hier einmal die Stärke. Das ist die 44, die 8. Hier wird eine Situation, ein Zustand verlassen oder verändert. Und dann haben wir mit Ruhe und Beharrlichkeit, das ist die 12, Quersumme 3. Ja, hier wird etwas in Ruhe, Gelassenheit, in entspannter Atmosphäre, im entspannten Dasein wird etwas, geht man nach vorne. Also hier wird etwas verändert, ja, und verlassen. Und hier wirst du diesen Weg des Verlassens weitergehen in eine neue Situation hinein. Und ich bin mal gespannt, um was es hier geht. So, ich muss es mal so hinmachen, weil zum Schluss will ich euch noch die Starseeds-Karten ziehen. Also ihr könnt dranbleiben, es wird spannend noch. Und genau, jetzt mache ich euch erstmal Platz hier für eure Legung. Ich habe zwei Tarot-Kartendecks. Wir fangen mit dem ersten an und wir starten los. Um was geht es hier bei den Schützen? Stärke und mit Ruhe und Beharrlichkeit. Um was geht es denn hier? Wow, Stärke. Genau, die Stärke, es fliegen alle Karten. So, wir haben hier den Wagen. Ja, das ist genau das, was ich sage. 44, die 8. So, jetzt aber. Ihr habt hier die Stärke.
einen Zustand endlich zu verlassen oder zu verändern. Und wenn ich mir eure letzten Legungen noch mal ins Gedächtnis hole, wart ihr ja immer, ach, ich mache das jetzt und ach, ich weiß ja nicht. Und aber jetzt tue ich es und ach, nee, eventuell da, nee, weiß ich nicht. Da ist, nee, das geht nicht, weil. Also ihr seid immer wie so die Krebse, so 2 Schritte vor, aber 5 Schritte zurück. Ja, so. Und hier habt ihr jetzt wirklich auch die Kraft, die ihr braucht, die Stärke, dass ihr hier in einer Situation vorangeht. Und der Wagen steht ja auch für Metadron. Das heißt letztendlich, hier werdet ihr von oben sozusagen erfolgreich in den Popo getreten, ein bisschen nach vorne geschubst, weil ihr dürft hier euren Seelenweg gehen. Und alle die Schützen, die hier ihren Seelenweg nicht regelmäßig Schritt für Schritt weitergehen, werden hier von oben Metadron in den Popo getreten. Also ihr werdet geführt, ihr werdet, ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet in eurem Tempo, werdet ihr eure Schritte gehen, keine Frage, aber ihr werdet Impulse bekommen, wo ihr automatisch sagt, okay, dann mache ich das. Nee, ja, okay, ich mache das. So, ne? Also ihr könnt hier bei dem, um was es hier geht, nicht mehr ausweichen. Ihr dürft hier euren Seelenweg gehen. Ihr habt hier schon sehr lange stagniert. Und das ist genau das, was hier verändert werden möchte. Also ihr geht hier voran. Wir gucken mal weiter, meine Lieben. Ja. Und das ist natürlich, wow, mega kraftvoll. Ihr seid aber wirklich stark unterwegs im Dezember. Also in der zweiten Hälfte. Also wie, ich muss die 3 Karten einfach zusammennehmen. Vielleicht mache ich das auch hier so in die Mitte. Dann könnt ihr das noch besser sehen. Nee, so. Also, es geht hier Hauptthema Stärke, ja? Einmal das Vorangehen, dazu habt ihr die Stärke und dann aber mutiert ihr zum Herrscher. Das heißt, egal ob Männlein oder Weiblein, ich rede ja hier aus der Sicht einer Frau, auch du wirst hier definitiv in die männliche Herrscherenergie eintauchen und wirst sagen, so, ich habe mir jetzt diesen ganzen Schnodderadatsch lange genug angeguckt, ich habe hier keine Lust mehr, ich werde jetzt hier lösungsorientiert nach vorne schauen und nach vorne gehen. Weil gucken alleine reicht nicht. Du kommst hier wirklich in die Bewegung. Du kommst hier ins Handeln und du kommst hier auch ins Tun. Das ist sehr, sehr schön. Endlich. Ich freue mich für euch. So, lasst uns schauen, wie es weitergeht. Wie geht es hier für die Schützen weiter? Oh, ist ja nicht zu fassen. Guckt mal, Leute. Wunscherfüllung, positiv. Wenn ihr weitergeht, guckt mal, was hier auf euch wartet. Die Wunscherfüllung, die positivste Karte im ganzen Tarot. Lichtvolles Weitergehen. Ihr habt euch bis jetzt immer selber blockiert oder ihr wart blockiert. Ja? Ihr habt jetzt aber durch Metadron die Stärke und durch den Daseinswechsel von, ich sag jetzt mal ganz bösartig, Mimimi, ich will das nicht. Nee, bekommt ihr jetzt, ich bin wer und ich mache, weil ich, auch wenn es einige nicht hören wollen, euch die Sonne aus dem Hintern scheint, da guckt ihr hin und da geht ihr hin. Ihr geht jetzt gen Sonne. Ihr tut jetzt das, was euch gut tut. Da habt ihr die Stärke für, da habt ihr den Input für. Natürlich tut ihr das und das seid ihr ja. Natürlich tut ihr das mit Ruhe und Beharrlichkeit, aber ihr werdet immer in euer Sein zurückgeholt. Also der Schütze ist ja letztendlich ein Wesen, der immer aktiv ist. Und aktiv kann man auch in Ruhe mit Beharrlichkeit sein. Und da werdet ihr jetzt in die Richtung geschubst, damit ihr endlich euren Seelenweg weitergeht, weil ihr zu lange stagniert habt. So, wir schauen mal, was jetzt die vierte Karte hier noch sagt. Genau, und das ist so typisch für euch. Das steht auch Wahnsinn. Zumindest sind es ganz viele, die ich kenne, die Schütze sind, die so sind. 6 der Münzen. Hier geht es ums Geben und Nehmen. Ihr werdet auch darauf achten, dass ihr euren Teil, der euch zusteht, bekommt
Und genauso gut, dass sozusagen euer Gegenüber, dass er auch auf seine Kosten kommt, egal in welchem Bereich, ob es jetzt Arbeit mit einem Kollegen ist oder einer Kollegin, ob es die Liebe ist, ob es eure eigene Entwicklung ist, dass ihr sagt, ihr schafft euch Raum für euch selber, dass ihr euch selber entwickeln könnt. Ja, wenn zum Beispiel ihr euch im Bereich der Spiritualität bis jetzt nicht geschafft habt, euch weiterzuentwickeln, werdet ihr jetzt hier die Möglichkeit haben. Im Beruflichen werdet ihr hier die Möglichkeit haben, um euch hier weiterzuentwickeln, um euch zu verändern. Und auch in der Liebe werdet ihr hier die Möglichkeit haben, um die Dinge anzugehen, die bis jetzt immer auf Eis gelegen haben oder die, wenn sie bis jetzt stagniert haben, werden die jetzt hier in die Dinge werden jetzt hier in Bewegung kommen. Es wird hier sich ganz, ganz viel verändern. Du wirst die Stärke haben. Du wirst auch die Ruhe und die Beharrlichkeit haben in dem Prozess. Das ist deine absolute Energie, ja? Und du wirst hier definitiv auch vorangehen. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. Und wir schauen jetzt mit dem zweiten Tarot, schauen wir jetzt, um was es hier genauer geht. Wir gucken jetzt sozusagen eine Ebene tiefer. So, der Wagen. Um was geht es denn hier bei den Schützen? Ja, du hast hier so lange stagniert, weil zwei Dinge. An zwei Dingen hast du gearbeitet. Und zwar einmal hast du hier eine falsche, nee, falsch ist falsches Wort, ist falsch ausgedrückt, entschuldigt. Nein, ihr habt hier eine Wahrnehmung gehabt, die dazu geführt hat, dass ihr nur auf Dinge geguckt habt oder hauptsächlich auf Dinge geguckt habt, die ihr nicht habt. Ihr habt hier gedanklich im Gedankenmangel gelebt. Zum Beispiel, ich kann mich nicht weiterentwickeln, weil. Oder ich kann das nicht tun, weil. Man hätte jetzt auch sagen können, ich stehe hier, ich möchte dahin und was tue ich jetzt, um dahin zu gehen, damit ich das bekomme? Also das nennt man lösungsorientiertes Vorangehen oder lösungsorientiertes Denken. Das habt ihr hier nicht gemacht. Deswegen habt ihr hier stagniert. Das wird sich aber auflösen mit dem Wagen. Ihr werdet hier euer Bewusstsein verändern und werdet hier vorangehen. Und das Zweite, warum ihr hier stagniert habt und was ihr jetzt verändern werdet, ist ihr habt hier an eurer Kindheit, an eurem Sein gearbeitet. Das heißt, ihr habt entweder psychologische Trauerbewältigung oder Kindheitsbewältigung geleistet, ja, dass ihr hier sehr an euch gearbeitet habt. Oder ihr sagt euch, ich weiß, was bei mir damals im Leben passiert ist, was mich blockiert hat. Und ich werde das jetzt ablegen, weil ich bin jetzt schon ein bisschen älter wie 3 plus 2 und ich kann jetzt ab heute selber entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Ja, weil wenn die Dinge, die bei euch passiert sind, meine lieben Schützen, wenn die nicht passiert wären, dann wärt ihr jetzt nicht da, wo ihr seid. Also gewisse Dinge müssen passieren, wie sie passieren, egal ob lichtvoll oder unlichtvoll, damit ihr das, was ihr jetzt seid, das, was ihr jetzt repräsentiert, dass ihr das sein könnt. So. Und da schauen wir jetzt mal beim Herrscher, was hier mit dem Herrscher ist. Da habe ich gesagt, ihr mutiert hier zum Herrscher, ne? Und was geht es denn hier beim Herrscher? Okay, ihr habt hier ein Gegenüber bei euch, Kollege, Chef, Partner, wie auch immer, der Kelch-Energie mit sich trägt. Und ihr sagt demjenigen, wo es lang geht. Der Herrscher, der vereint sozusagen alle Könige in sich. Ja? Der Herrscher ist die männliche Energie. Das heißt, du wirst hier sehr klar, sehr direkt, sehr scharf, sehr schnell Entscheidungen treffen, Worte aussprechen, Sätze bilden und Bezug nehmend auf dein Gegenüber. Du wirst hier ganz klar repräsentieren, was du möchtest, damit es dir gut geht, damit du deinen Weg, deinen Seelenweg weitergehen kannst. Du hast hier auch keine Angst, Dinge auszusprechen, was wäre, wenn. Du bist jetzt mittlerweile so weit, dass du sagst, du hast hier genug Trauerarbeit geleistet, du hast hier genug Vergangenheitsbewältigung geleistet, du hast hier genug im Mangel gelebt, jetzt ist Schluss damit. Das tust du nicht mehr.
So, dann haben wir hier die Sonne. Um was geht es hier bei der Sonne? Ja, die Konflikte, die du hast aus der Vergangenheit, mein lieber Schütze. Na, hier ist ja volles Programm bei euch. Die werden alle weggebrannt. Die werden alle abgelegt von dir. Weil du nur noch in Gen Sonne guckst. Du guckst auf dein Sein, auf deine Wunscherfüllung. Was möchtest du? Ja, du wirst in der Lage sein, dass die Dinge, hier die Konflikte aus der Vergangenheit, dass die aus deinem Leben gehen. Ich sag ja, alle Legungen bis jetzt, was ich gehabt habe, es hängt natürlich auch davon ab, wie sehr ihr daran arbeitet. Aber wenn ihr richtig gut seid und kontinuierlich an euch arbeitet, könnt ihr alle zum Jahresende einen Cut machen und könnt sagen, alles 21 bleibt in 21 und alles, was mir nicht dienlich ist, geht einfach weg. Und was ich mitnehmen möchte, nehme ich mit in mein Leben. Situationen, Menschen, egal was. Und daran arbeitest du. Und du lässt alles, was dir nicht mehr dienlich ist, lässt du hinter dir. Konflikte hinter dir, die Verarbeitung der Vergangenheit hinter dir, die Sichtweise des Mangels lässt du hinter dir. Du machst hier klare Ansagen bezüglich einer dritten Person, was du hier möchtest. Du wirst hier definitiv in Ruhe und Beharrlichkeit deine Stärke repräsentieren und hier deinem Gegenüber sagen, um was es geht, was du möchtest und wie jetzt vorgegangen wird. So, dann haben wir hier 6 der Münzen. Was geht's denn hier? Jo. 6 der Münzen auf 6 der Münzen. Ja. Du lässt kein Wort, kein Komma, kein Punkt, kein Nichts an dieser Situation oder zwischen diese Situation. 6 der Münzen ist das Geben und Nehmen. Du wirst deinem Gegenüber klar machen, egal um was es geht, dass es hier gerecht abgeht, dass es hier ein Geben und Nehmen ist und dass du nichts anderes duldest und tolerierst. Das würdest du auch deinem Chef ins Gesicht sagen. Du wirst ganz klar, egal ob es Freund, Mutter, Schwester, Mann, Kollege, Chef, egal wer, wirst du hier ganz klar zu stehen geben, wo dein Pfeil jetzt hinschießt. Damit die sich noch entscheiden können, gehen sie mit dir oder ducken die sich lieber, bevor dein Pfeil ins Herz trifft. Ah, du bist hier sehr gut unterwegs, mein lieber Schütze. Finde ich aber sehr in Ordnung. Ja, also kann ich nicht anders sagen. So, wir gucken jetzt uns die Starseeds-Energien an. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Die Schule der Erde. La 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 la. Ha, schön. Lebenslektionen, Seelenwachstum, Studium, geistiges Wachstum. Genau das ist es. Du bist nämlich in einem sehr, sehr starken Entwicklungs- und Transformationsprozess, mein lieber Schütze. Du entwickelst dich gerade in eine Richtung, mit der dein Gegenüber überhaupt nicht klarkommt. Beziehungsweise, wo deine Umwelt feststellt, wie du dich verändert hast. Du musstest dieses Verarbeiten deiner Vergangenheit und deiner Gedankenmuster, deiner Zustände, wie du denkst, wie du fühlst, musstest du durchmachen, damit du sozusagen in dein Wachstum kommst, damit du sozusagen sagst, okay, danke für diese Erfahrung, ich habe daraus gelernt und ich werde jetzt ab 2022 plus minus werde ich jetzt lichtvoll weitergehen. Und zwar egal, ob in Beziehung, in der Arbeit, für mich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Selbstständigkeit, Liebe durch und durch oder was auch immer. Du wirst hier komplett in dem Bereich, um den es bei dir geht, einen kompletten Neustart machen. Du wirst einen kompletten Cut machen. So, meine lieben Schützen, sollten wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen oder hören, ja, sehen, und hören für meine Klienten natürlich, ne? Wünsche ich euch wundervolle Weihnachten. Ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Und der darf diesmal sehr kraftvoll und mit Vollgas voraus sein. Lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt lichtvoll. Glaubt an euch. Hört auf eure Intuition, okay? Wer Hilfe braucht, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Alles, alles Liebe. Macht's gut. Eine mega tolle Legung für euch. Ich gratuliere euch. Ja, danke für eure Abos und Likes. Macht's gut. Ciao, eure Katrin.